In New York hat ein hoher Kran bei Bauarbeiten Feuer gefangen und ist zusammengebrochen. Die Behörden melden Verletzte. Der Einsatz im Viertel Hudson Yards im Westen Manhattans laufe noch, teilte die New Yorker Feuerwehr mit. Bei dem Unglück brach ein Stück des Krans ab, krachte zu Boden und beschädigte in der Hochhausgegend ein anderes Gebäude. Nach Angaben von Bürgermeister Eric Adams wurden 2 Einsatzkräfte und 4 Menschen von herabfallenden Trümmern leicht verletzt. Mehrere Gebäude rund um die Unglücksstelle wurden zeitweilig evakuiert. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch völlig unklar. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.